Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Video. Wir sind heute wieder auf unserer Testfläche am Start und düngen Sie einmal mit unserem Premium-Frühjahrsdünger. Wenn euch das interessiert, dann bleibt gerne dran. Wie ist die aktuelle Situation auf dem Rasen? Es ist jetzt genau 4 Tage her, seitdem wir den Rasen mit unserem Unkrautvernichter behandelt haben und 4 Wochen her, seitdem wir das letzte Mal extra Power aufgetragen haben. Und jetzt geht es mit dem Premium-Frühjahrsdünger dran an den Rasen und das erklären wir euch Schritt für Schritt, wie das geht. Wir werden heute eine erneute Frühlingsdüngung ausführen, aber heute nicht mit unserem klassischen Rasendünger mit Langzeitwirkung, sondern mit dem Premium-Frühjahrsdünger. Da ist vielleicht ganz kurz der Unterschied: beim Premium-Frühjahrsdünger, da haben wir einfach alle Nährstoffe in einem Korn und somit haben wir eine bessere Nährstoffverteilung und wir haben ein deutlich feineres Korn auch einfach. Und somit ist es einfach ideal, gerade für die kurze gemähte Rasenfläche, die wir haben hier auf 12 mm. Da kommen wir eigentlich um den Premium-Frühjahrsdünger einfach nicht drum herum. Was sollte man nun auf unsere Fläche tun? Wir werden heute jetzt die zweite Düngung mit unserem Premium-Frühjahrsdünger machen. Warum haben wir uns für den Premium-Dünger entschieden? Ganz einfach, weil gerade bei dieser kurz gemähten Fläche einfach der Premium-Dünger von der Körnung ideal ist und auch die nötige Qualität bietet, um einfach gerade so eine kurze Fläche, wie wir sie haben, auf 12 mm gut mit Nährstoffen zu versorgen. Nicht zu vergessen die Vorteile von dem Premium-Dünger. Der Vorteil einmal ist, dass wirklich alle Nährstoffe in einem Korn sind, daher ist auch die Farbe des Düngers gleich. Und zweitens, wir haben natürlich auch eine sehr feine Körnung, was gerade bei so einem dichten und kurzen Rasen super wichtig ist. Ein weiterer Vorteil ist gerade, wenn man so eine feine Körnung hat, dass man zum Beispiel sagt, man düngt jetzt nicht alle 8 Wochen, sondern man halbiert das Ganze und sagt, man tut dafür öfters düngen, aber nicht zu viel, sondern man kann dann nämlich dann auf 15 Gramm pro Quadratmeter gehen. Wir empfehlen nämlich beim Premium-Frühjahrsdünger 30 Gramm pro Quadratmeter, aber man kann jetzt sagen, okay, das teile ich in 2 Schritten auf und düngt dafür alle 4 Wochen. Das geht gerade deshalb, weil wir eine feine Körnung haben und somit die Nährstoffe wirklich auch in geringer Menge sehr gut verteilen können, ohne eine Spotbildung zu bekommen. Bei der Spotbildung ist einfach gemeint, wenn wenige Düngerkörner an unterschiedlichen Stellen auf dem Rasen liegen und somit dann einfach am Ende manche Stellen dunkelgrün werden und manche nicht. Und das wird verhindert, indem wir eine feine Körnung haben und mit den feinen Körnern wirklich die Nährstoffe gleichmäßig überall verteilt bekommen. Zusammengefasst, gerade wenn man eine Fläche hat, die auf 12 mm gemäht wird, super dicht ist, dann kommt man um diesen Premium-Rasendünger einfach nicht drum herum. Wie gehen wir aber jetzt vor, um den Dünger aufzutragen? Die Vorgehensweise, um Rasen zu düngen, ist eigentlich meistens wirklich identisch, egal was für einen Dünger man aufträgt. Wir sind aber so vorgegangen. Punkt 1, wir haben den Rasen wieder gebürstet, um einfach einmal Rasenfilz vorzubeugen und auch querliegenden Gräser aufzustellen. Schritt 2, wir haben die aufgestellten Gräser nun abgemäht. Damit hat sich einfach das Bürsten auch doppelt gelohnt. Schritt 3, jetzt fahren wir nochmal mit einer Walze drüber, um einfach die Fläche wirklich super eben zu bekommen. Schritt 4, nun haben wir jetzt den Premium-Frühjahrsdünger einfach für unsere Fläche in der richtigen Menge abgewogen und dann haben wir den Frühjahrsdünger in unsere Streuhilfe eingefüllt. Wichtig ist das Einfüllen in den Streuwagen oder auch in Düngerstreuer nicht auf dem Rasen zu machen, sondern neben dem Rasen. Ganz einfach, wenn man es auf dem Rasen macht, kann es durchaus sein, dass natürlich vermehrt auch Düngerkörner auf den Rasen fliegen und dann einfach verbrannte Stellen entstehen. Das wollen wir nicht, deshalb außerhalb der Rasenfläche das Ganze umfüllen in den Düngerstreuer. Schritt 5, auf eine saubere Düngung achten und eine saubere Verteilung des Düngers achten. Wir haben uns jetzt entschieden, mit ca. 21 Gramm haben wir jetzt gedüngt unseren Rasen, also 21 Gramm pro Quadratmeter. Und wir haben uns auch bei dieser Fläche entschieden, lieber etwas weniger zu nehmen, dafür den Dünger häufiger aufzutragen. Der Vorteil ist einfach, dass der Rasen gleichmäßiger grün bleibt und keinen so extremen Wachstumsschub hat und dann wieder abfällt und wieder gelb wird, sondern dass er immer ständig ein bisschen mit Nährstoffen versorgt wird und somit auch über eine lange Zeit grün bleibt. Ganz wichtig ist beim Auftragen, dass wir lieber kleinere Stufen einstellen und somit mehrmals über den Rasen laufen, um wirklich jede einzelne Stelle zu erwischen und nichts zu vergessen. Schritt 6, jetzt sollte wirklich nach dem Düngen auch noch gewässert werden oder man wartet natürlich auf den Regen. Am besten ist es, wenn man 15 Liter pro Quadratmeter wässert, dann lösen sich die Düngerkörner auf jeden Fall auf und die Nährstoffe kommen auch dorthin, wo sie sein sollen.
Schritt 7 nach dem Düngen ist vor dem nächsten Mähen. Gerade jetzt im Frühjahr wächst natürlich der Rasen extrem schnell. Das heißt, man sollte ihn auch regelmäßig mähen. Je öfter, desto besser. Auf unserer Fläche machen wir das sogar 3 bis 4 Mal die Woche, also alle 2 Tage auf jeden Fall. Euch kann ich empfehlen, das mindestens 1 bis 2 Mal die Woche zu machen, um den Rasen kurz zu halten und dafür zu sorgen, dass er schön dicht wird. Das war es jetzt mit unserem YouTube-Video zur zweiten Düngung mit unserem Premium-Frühjahrsdünger. Falls ihr Fragen zu dem Thema habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ganz wichtig, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und jetzt bis zum nächsten Video.